Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Bausimulator. Wir befüllen nochmal unseren LKW mit Kies. Zack. Hab hat uns beim Kies besorgt. Wir fahren jetzt am besten hier. Sich da hier neben hinstellen. Prozent. Ich erspare mir jetzt den Weg zum Kieswerk oder mache auch keine Blitzreise dahin, weil das Kieswerk ist da hinten. Ich müsste dann durch die ganze Stadt fahren, um jetzt halt Kies auszuliefern. Deswegen erspare ich mir das jetzt. Deswegen mache ich das jetzt wieder über das Quick-Menü. Befülle ich jetzt den LKW nochmal mit Kies. Machen wir es mal wieder richtig hier rum hin. Fahren wir jetzt mal hier hin. So, nochmal voll machen. Die Putze hier und den LKW. Nochmal mit Kies. Und dann hochklappt das Ding. Über das Menü hier einfach, zack. Selbst Let's Player machen das. Also die bekannten Let's Player. Geht auch mit unserem eigenen Muldenkipper. Weil ich muss ja sowieso wieder eine Asphaltiermaschine leihen. Deswegen. Machen wir jetzt noch einmal voll. Einmal richtig abkippen. Wir ziehen halt nochmal hier eine Bar.
Und noch eine. Lado Kiez. Jetzt den ganzen Kies hier einfach mal hier ab, ne? Mit dem LKW. Kies verdichten. Fahren wir jetzt mal kurz mit unserem Pritschenwagen jetzt rüber, eben kurz zum Fahrzeughändler. Und holen uns dort eine Verdichtungswalze. Gucken wir uns mal an, was für ein Fahrzeug. Eine Erdbauwalze brauchen wir jetzt. Wir wollen aber nicht zum... Wir wollen nämlich dahin fahren. Warum soll ich jetzt einmal um den Block fahren? Wir sorgen klein uns jetzt mal über die Erdbauwalze. Habe ich eine in meinem Firmen-Event, haben wir mal gucken. Ne, leider nicht. Dann müssen wir uns mal eine leihen. Packen unseren LKW mal kurz hier vorübergehend erstmal hier hin. Lassen unseren LKW dann so, ne, wir müssen ja sowieso. Klappen brauchen wir jetzt nicht runterklappen. So, dann holen wir uns mal mieten wir uns eine Erdbauwalze. Da leihen wir uns mal die hier von Bomag. So, dann fahren wir natürlich damit nicht selber darüber, sondern wo die Maschine steht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich will doch keinen Bagger mieten, ey. Was ist das denn für ein Quatsch? Die wollte ich doch gar nicht mieten, ey. Habe ich jetzt einen Bagger gekauft? Fuhrpark. Ich wollte eigentlich keinen Bagger zurückgeben. Nochmal dahin rennen. Ich wollte eigentlich eine Erdbauwalze mieten und keinen Bagger. Eine Erdbauwalze möchte ich mieten. So. Damit ziehe ich jetzt zur Baustelle. Und kein Bagger. Den habe ich selber. Damit teleportieren wir uns jetzt zur Baustelle. Fangen wir an zu verdichten. Was
betrachten wir uns jetzt mal auch mal aus der Innenperspektive mal zur Abwechslung. So, dann machen wir die Maschinen jetzt an. Jetzt wird es ein bisschen laut für die Nachbarn. Ich habe wieder einen Meilenstein erreicht. Mich mal kurz mit der Maschine um. Und wieder einschalten. Der Kran, den sollte ich mal kurz mal auch mal zurückgeben, den Mobilkran. Den brauche ich jetzt auch nicht mehr. So, weiter geht's. Ich miete ja gerade auch schon diese Maschine. Nachts um 1 Uhr rattelt man hier durch die Gegend. Ja, da brauchen wir ja nicht walzen.
sein, dass wir diese Straße auch irgendwann sofort schon bauen können, die jetzt da hier hinter angeschlossen werden könnte. Über die Baustelle. Wir müssen jetzt Asphalt auftragen. Das machen wir aber nicht mit diesem Gerät hier. Gucken wir uns da mal kurz an. Bauvorbereitung. Straßenbau. Wir müssen So, wir müssen jetzt gucken. Wir müssen mit dem Schwarzdecken fertiger. Ach so, da sind die. Die sind. Man könnte jetzt auch sogar einen großen. Werden wir wahrscheinlich jetzt einmal auch diesen Asphaltkeeper einmal ausleihen und dann. Das wird auf jeden Fall ziemlich große. Wir fahren jetzt einfach mit dieser Maschine jetzt einmal kurz zurück zum Baustoffhändler. Nicht Baustoffhändler, zum Fahrzeughändler. Ich fahre jetzt hier mit so einer, mit so einem Schwad, mit so einer Erdbauwalze durch die Lande. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt für die unsere Baumaschine auch so einen Auflieger auch anschaffen.
So, da ist die Erdbeerwalze, mit der bin ich mal fast selber zurückgefahren. Mal gucken, ob wir das auf Geräte auch abgeben können. Müssen wir wahrscheinlich über unserem Fuhrpark dann wieder abgeben. Ach, da lagert den erstmal bei uns ein. Lagern erstmal bei uns ein, damit der repariert wird. Jetzt gehen wir hier rein und mieten uns erstmal eine Asphaltmaschine, ein LKW zum Asphalt, für den Asphalttransport. Ich glaube, da könnten wir auch mit dem hier rumfahren. Muldenkipper, für Asphaltkipper, den könnte ich dann gebrauchen. Gucken, man auch sehen kann, was man damit alles machen kann. Und bei Asphalt. Asphaltkipper. Ja. Werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Ich werde jetzt erstmal einen Aufnahmestopp machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne mit einem Daumen hoch wissen. Abonniert gerne meinen Kanal. Schreibt positiv oder negative Kommentare unter die Videos. Aktiviert, wenn ihr wissen wollt, wann das nächste Video kommt, dann die Alarmglocke. Es würde mich auf jeden Fall freuen, auf Abo und Aktivierung der Alarmglocke. Sei an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal und haut rein. Bis zum nächsten Let's Play Bausimulator. Ich verabschiede mich heute mal aus dem Fahrzeughandel-Menü.